meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Alex Berlin und zu unserer Montagskultur unterwegs. Und unterwegs sind wir gewesen im Monat November und haben uns wieder drei Premieren angeschaut. Und ich freue mich sehr, dass unsere alte Stammbesetzung heute wieder mitdiskutiert. Das ist zum einen Reinhard Wengierek, der Theaterkritiker, und Arno Lücker, Musikdramaturg. Und ich freue mich ganz besonders, erstens auch wegen der weiblichen Verstärkung, aber dass unser Gast heute aus der Musik kommt, nämlich die Intendantin der Berliner Symphoniker, Sabine Völker. Herzlich willkommen. Ja, Frau Völker, seit einem guten halben Jahr sind Sie jetzt neue Intendantin der Berliner Symphoniker. Und vielleicht erzählen Sie uns einfach ein bisschen, wie ist es Ihnen so ergangen mit dem Orchester? Und konnten Sie schon gewisse Impulse setzen, die in dieser Saison schon wirken? Das ist ein ganz tolles Orchester und ich habe immer den Weg schon sehr lange verfolgt, auch als ich noch in Frankfurt und in Brandenburg gearbeitet habe, und freue mich jetzt sehr, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, weil es einfach großartige Musiker sind. Ich habe einen tollen Trägerverein, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Wir haben völlig neue Impulse gesetzt. Wir haben ein bisschen erstmal eine Rolle rückwärts gemacht und haben wieder Programme ausgesucht, die von der Klassik bis zur frühen Romantik gehen. Haben aber gesagt, wir können auch gar keine Konkurrenz sein zu den großen Orchestern im Stadtbereich. Wir möchten gerne in die Stadtteile gehen, dort, wo die anderen nicht hingehen und wo wir gebraucht werden. Deshalb haben wir ein Konzept entwickelt, das nennt sich Musik ohne Grenzen. Wir wollen mit barrierefreie Konzerte machen, haben einen Antrag gestellt bei Aktion Mensch mit dem Dachverband der Behinderten. Und wir haben einen Antrag gestellt für ein deutsch-türkisch-griechisches Projekt in Neukölln und Kreuzberg. Ja, super. Wir werden später noch ausführlicher darüber sprechen. Also, wo kommt das Orchester her? Wo will es hin? Wie ist die Finanzierung? Wie ist überhaupt die Situation? Und ich bin sehr gespannt, dann Details zu hören. Ja, jetzt kommen wir sofort zu unserer ersten Premiere aus dem Monat November. Und die hat gerade stattgefunden, nämlich am 30.11. Und wir besprechen ein Stück, das eine Uraufführung ist, das heißt Die Anderen von Anne-Cécile van Dalem, und fand in der Schaubühne statt. Und wie gesagt, die Premiere war, weshalb ich es leider nicht sehen konnte, verschoben um zwei Tage, glaube ich, auf den 30.11. Vielleicht verschaffen wir uns zunächst mal einen kleinen Eindruck mit unserem filmischen Einspieler. Ich habe ihn nicht gesehen. Er lag mitten auf der Straße. Merkst du? Die beschuldigen uns gerade für ein Verbrechen, um von ihrem eigenen abzulenken. Wir haben nichts weiter verbrochen, als zu helfen. Einen Ausländer zu verstecken ist ein Verbrechen. Aber keine Hilfe zu leisten ist auch ein... Nein, es gibt Ausnahmen. Die Gesetze haben sich geändert. Die haben nicht die gleichen Rechte wie wir. Seit wann haben Kühe mehr Rechte als dieser Junge? Seit 8 Monaten und 17 Tagen, René. Das steht im Gesetz. Beruhigen wir uns, bitte. Fühlen Sie dich gut? Im alten Kontinent? Meine Schwägerin müssen das hier nehmen. Ja, Wengierek, sehr viel Düsternis auf den filmischen Einspielern. Das Ganze eine Uraufführung. Die Anderen, erklären Sie uns, worum es in dem Stück geht. Na, also erstmal, die Düsternis ist noch viel düsterer als im Film. Es ist ein wunderbar toll gemachtes Horrorszenario, ein Set
von einem Hotel in einer französischen Provinz, das heißt zum alten Kontinent, und das ist mitten im Wald und da sind seltsame Gestalten, spuken da herum. Und am Anfang sahen wir gleich eine Dame, die Besitzerin des Hotels, das ist Jule Böwe, und die eine unglaublich tolle, versoffene Alkoholikerin spielt, die da ein kunstvolles Nölen, das mal fatalistisches Nölen, das ist unglaublich toll gemacht und großartig, wie überhaupt die Schauspieler alle großartig sind. Das Set ist auch ganz großartig vom Bühnenbild her, das gebaute Hotel, was wir da andeutungsweise gesehen haben. Und die Geschichte ist, ich möchte sie gar nicht zur Gänze erzählen, es geht nur darum, völlig abgehängtes, wir würden sagen abgehängtes Dörfchen, wo etwas ganz Schreckliches passiert ist, was am Ende halbwegs aufgeklärt wird, aber nicht ganz eindeutig. Das ist übrigens ein Manko des Stücks, was ich finde, dass es sich nicht die Pointe des Stückes ist, nämlich ganz grauenvoll grausam. Und zwischendurch passieren sie immer so unterschwellig grausame Geschichten. Und die ganzen Leute, die da in das Hotel kommen von dem Dorf und die Besitzer dieses Hotels, also Frau Böwe und Karl Bartholomäus Schulze, das ist das Ehepaar, und die hatte gerade ein Auto und verschleppt einen Mann herein, lässt den erstmal liegen, der verblutet halb, dann wird er aber doch wieder munter, pflegt ihn und dann versorgt ihn, dann diskriminiert sie ihn und demütigt ihn und er verschwindet dann. Er hat dann auch eine Fluchtmöglichkeit. Es handelt sich um einen Flüchtling. Man weiß nicht genau, wo der hergeflogen, ob das ein Franzose ist, der von den brennenden Wäldern im Süden in den Norden geflohen ist. Und jedenfalls ist er Insasse eines Aufnahmeheims, so heißt, was in der Stadt ist, die ja JWD weit ab ist, das sind alles, dieses Dorf, und das ist ja alles eine Weltabgeschiedenheit. Und da sind wir beim Grundthema von dieser Autorin, eine belgische Autorin, Anne-Cécile Van Damme, oh Mann, jetzt verquatsche ich mich, wie heißt sie das? Van Damme, ganz einfach, Van Damme heißt die gute Frau, die eigentlich eine gute Geschichtenerzählerin ist, damit, also die kein postdramatisches Theater macht, wo es konkrete Figuren gibt und eine spannende Geschichte versucht sie zu erzählen. Sie war vor 3 Jahren im Feindfestival bei der Schaubühne zu Gast mit einem Stück Tristesse, heißt das, und das spielte auch in einer abgeschlossenen Welt auf einer dänischen Insel, wo lauter neurotisierte, traumatisierte, depressive Menschen sind, die mit ihrem Schicksal hadern, und das ist dann hier so ähnlich. Diesmal ist es also dies im Wald, Waldeinsamkeit abgeschlossenes Hotel, wo da dieses Ehepaar da in Feindschaft verbunden mit dann dahin lebt, und es schneit dieser ein anderer herein, das ist dieser geflohene Mensch von irgendwo her auch immer, und dann zwischendurch kommen dann andere Leute, und ich will das jetzt gar nicht alles aushalten, die Zimmer, und sie zanken sich, und man merkt immer, was passiert denn da, was ist denn der Grund, warum die alle so hasserfüllt und so bösartig und so geheimnisumwittert miteinander umgehen. Es ist ein schweres Dramata, was auf dieser Gemeinschaft lastet, ein Verbrechen, eine Schuld, die verdrängt wird und die durch Archage-Rituale versucht wird abzutragen. Das ist jetzt sehr abstrakt, ich möchte es aber nicht konkret machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es um das Stichwort Kannibalismus geht, aber das ist am Ende, läuft es darauf hinaus. Und jetzt kann man lange darüber, es ist einerseits eine spannende Geschichte, eine düstere Geschichte, andererseits ist es auch wieder mit witzigen Dialogen, es sind sehr schwarzhumorische Pointen, die Autorin liebt das Schwarzhumorische. Und andererseits muss ich allerdings sagen, dass sie sich in ihrem Plot ihres Erzählens am Anfang sich sehr ein bisschen verlaufen hat. Sie macht zu viel Martha. Das ist so sehr langsam. Es zieht sich, um es deutlich zu sagen. Dann sind wieder starke Szenen wie von David Lynch. Also das Horrorkino hat sie natürlich sehr genau sich angeschaut. Und die Bausteine des Horrorfilms, wie das sich zusammensetzt, wie sich das dann steigert, die sind eigentlich alle bekannt. Und jeder, der so ein bisschen von der Lage so sagt sich, man ahnt schon, da kommt noch ein ganz schwarzer Hund raus am Ende. Warum die sich so seltsam bösartig, Hass erfüllt, warum die so gestört sind. Das ist eine total gestörte Sippschaft oder Gemeinschaft, die da rumhängt und die irgendwie auch abhängig ist. Die wissen was voneinander und verbergen alle was vor der Welt.
Und da kommt dann, das ist so, geht der Schlüssel der Aufklärung, es kommt eine Sozialarbeiterin aus dem Heim, wo dann der Geflohene, also dort, die sucht den also da und die kratzt und bohrt da drin rum und Stückchen für Stückchen kommt das, die Sache ans Licht, nämlich da ein schweres Verbrechen. Und das ist, da kann man nur drüber philosophieren. Einerseits in der Idylle wuchert das, der Wahnsinn und der Irrsinn. Und der Irrsinn wird auch ganz schnell aus. Es sind ganz biedere Menschen, denen man aber nicht, eigentlich nichts Schlimmes zutraut. Bloß man staunt dann, was alles in dieser wohlgefälligen Hübschheit erst einmal auch so biedere kleines Familientussitum da. Und plötzlich da gärt das da und dann kommt das dann hoch, dass der Wahnsinn, der Irrsinn, die Brutalität, der Hass, die sehen ja dann teilweise mit den Flüchtlingen auch irgendwie plötzlich explodieren, sozusagen die negativen Vielleicht nicht Kräfte. So viel verraten. Ja. Ich wollte gerne nochmal... Das ist noch das Interessante. Ja. Zwischen der eigentlich schauerromantischen Idyll, das Käuzchen käuzt und plötzlich da sticht der Blutstrahl rein. Anne-Cécile van Dalem ist ja die Autorin des Stückes und sie führt Regie. Ja. Ist es jetzt für die Schaubühne geschrieben worden? Ja, oder ist ein Auftragswerk für die Schaubühne. Und die Verschiebung übrigens, sie hängt mit Krankheit zusammen. Ein Schauspieler, David Ruland, hat einen Blinddarmkollaps gekriegt und musste sofort operiert werden. Blinddarm, da muss man sofort handeln, das ist schwierig. Und da hat dankenswerterweise ein Kollege sich ganz schnell da in den Text rein versetzt und hat das gelernt. Und deshalb war das 2 Tage später. Ja, man muss sagen, also dieser Fremde, der da in diese Dorfgemeinden, in diese skurrile Dorfgemeinschaft eindringt, der kommt da nicht rein, sondern der wird angefahren vom Auto und es ist nicht so ganz klar, ob das mit Absicht geschieht. Auf jeden Fall wird er relativ routiniert in so einem Sack, das haben wir auch da gesehen, da vor dieses marode Hotel geführt, in dem originellerweise die Tür nicht funktioniert. Und also was mir tatsächlich extrem gefallen hat, ist das Bühnenbild und dieses Setting. Und als großer David Lynch-Freund habe ich mich an diesen Zitaten, sind es nicht wirklich, aber an diese Anmutung sehr erfreut. Also Lost Highway kommt irgendwie vor, weil auch immer mal wieder im Auto gefahren wird. Das wird dann abgefilmt. Mulholland Drive, da gibt es eine ganz ähnliche Schreckensschamanin wie in diesem Stück. Und was ganz wichtig ist, bisher noch nicht erwähnt worden, auch von den Kollegen, Twin Peaks. Das ist ja auch ein Dorf oder ein kleiner Ort und da gibt es die Lock Lady und das ist auch so eine ältere Dame, die auch so seherisch drauf ist, genau wie diese Frau mit dem Fuchskopf auf dem Kopf. Zweimal Kopf in einem Satz. Ich war bei der zweiten Vorstellung und vielleicht war irgendetwas los, die Schauspieler waren gestresst. Ich liebe diese Schauspieler. Seit 15 Jahren gucke ich mir alles mit Jule Böwe an. Ich fand dieses Nölen, das ist mir relativ schnell auf den Zeiger gegangen, aber nicht in so einem kreativen Sinne. Also entschuldigen Sie, dass ich das ein bisschen gegenhalte, aber ich fand diesen Abend extrem zwiespältig, weil ich habe die tolle Anlage des Stückes gespürt. Und die Möglichkeiten auch der Regisseurin und Autorin. Aber ich dachte die ganze Zeit, warum diese Künstlichkeit? Also ich hätte mir so eine Normalität, wie zum Beispiel in dem Film Dogville, der auch so ähnlich ist, ja, so Besuch der alten Dame auf Lars von Trier-Niveau halt, auf so einer gezeichneten Theaterbühne, viel zu oft kopiert. Ich hätte mir gewünscht, dass das relativ normal gespielt wird. Und dann hätte auch dieser Punkt, wo dann dieses Drama erzählt wird, ja, am St. Martinstag, wo halt nicht, Spoiler, nicht jedes Jahr eine Gans gegessen wird, sondern ja, sowas ja, was Menschliches. Sehr originell, aber das war auch an einem dramaturgisch nicht so guten Punkt. Das war so nach ungefähr 1 Stunde 55 Minuten, als den Leuten langsam die Augen zufielen. Nicht, weil das, es war auch die ganze Zeit düster. Und wenn man sich was Düsteres anguckt, was die ganze Zeit auch vom Licht her nicht angestrahlt wird, dann dämmert man so ein bisschen weg. Und dann wurde diese Story erzählt. Und ich bin fast ein bisschen weggenickt und musste mich dann von meiner reizenden Begleitung daran erinnern lassen, was da jetzt eigentlich genau das Drama ist. Ja? Also ich fand diesen Abend ganz schön unausgegoren. Vielleicht wird er noch besser, wenn er sich noch mehr eingespielt hat. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, so, was ist los heute mit den Schauspielern? Die waren so kraftlos, also wirklich auch stimmlich kraftlos und haben schon Headsets. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, da reinzugehen, aber irgendwie hat mir ganz groß was gefehlt. Das war vielleicht die zweite Vorstellung, dachte, das ist durchgängig. Ich fand ja das nicht, dass die Schauspieler spielen ja alle so eine Art Künstlichkeit. Genau, Overacting nennen. Ja. Aber auch nicht alle. Manche spielen dann so ein bisschen normaler und
ne? Ich glaube, dass die Regisseurin, die da selbst mitspielt, das ist immer schwierig. Also wenn die Autorin unten mitspielt und noch Regisseurin ist, die haben meistens zu wenig Distanz zu dem, was passiert. Sie hat das Timing vermasselt ein bisschen. Das zieht sich wirklich, Sie haben völlig recht, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, nun kommt mal jetzt und immer nur düster grummelt die Musik, ewig lacht, krächzt das Kreuzchen und schummeriges Licht, man sieht kaum was, alles ganz im Finstern. Und nun kommt endlich mal, jetzt löst das Ding mal auf, wir ahnen doch schon lange, dass da irgendwas ganz Schlimmes passiert sein muss. Mhm. Und so. Und das kommt dann erst ziemlich spät und wird, das ist wahrscheinlich, dachte sich die Autorin, das ist besonders raffiniert, wird auch alles so ein bisschen in der Schwebe. So ganz, ganz genau weiß man. Auch durch die Künstlichkeit des Filmens. Eine Rolle, ein Terrorakt spielt und eine Vergeltung spielt eine Rolle. Und eine kannibalistische Grundanlage der Leute. Also die essen schon gerne Mensch auch. Ne? Naja, dazu wird man, das ist ja vor 11 Jahren passiert, vielleicht kann jeder von uns zum Kannibalen womöglich werden. Das hat Vegetarier sein Neues. Und so gedacht, was alles in einem schlummern kann und was geweckt werden könnte, wenn man unter sich und nur abgeschirmt ist und Inzest. Wenn man sich gegenseitig dann so in die Angst... Okay. Also ich sehe schon, wir könnten darüber stundenlang wahrscheinlich reden. Richtig. Ich denk, also, aber auf jeden Fall ein empfehlenswerter Abend, auch im Sinne dessen, dass man angeregt wird, sich darüber zu unterhalten. Ja? Die Schauspieler sind wie immer in diesem Theater. Ja, ja. Ganz große Klasse. Ich nichts auf Jule Böhle. Doch. Böwe. Gut, also jedenfalls können Sie das an zahlreichen Abenden noch sehen. Ich habe gesehen, es gibt auch noch Karten. Also morgen und wieder am 4., 12., 5. und 7.12. und dann wieder Ende Januar. Ja, kommen wir zu unserer zweiten Premierenbesprechung. Und wir waren im Kleinen Theater. Das liegt ja im Südwestkorso, im alten Westen Berlins. Das muss man vielleicht immer noch mal wieder sagen, weil nicht jeder kennt dieses Kleine Theater und wird seit, ich glaube, so ungefähr 12 bis 15 Jahren von Karin Bares geleitet. Und Karin Bares führt auch selbst Regie an dem Abend, den wir heute besprechen. Und zwar hat sie sich vorgenommen, den Prosastoff Drei Männer im Schnee nach dem Roman von Erich Kästner. Und sie hat dieses selber zu einem Stück umgeschrieben und Regie geführt. Die Premiere war am 22. November. Und gut, wie es für so ein kleines Theater ist, hat es nicht die Möglichkeiten, jetzt schon einen Videoeinspieler bereitzustellen. Von daher muss ich Ihnen jetzt ein bisschen erzählen, mehr noch als sonst, worum es in diesem Stück geht und was wir eben dort zu sehen kriegen auf dieser ja im Grunde klitzekleinen Bühne. Und da merkt man schon gleich, hier sind 7 Schauspieler unterwegs und das ist für das kleine Theater wirklich, wirklich viel. Ja, worum geht es? Geheimrat Tobler, Berliner Millionär, gewinnt im Preisausschreiben seiner eigenen Firma den 2. Preis und das ist ein Winterurlaub von 10 Tagen im Grand Hotel Bruckbeuren. Er beschließt, als armer Schlucker dort aufzutreten, namens Schulze, und tritt also die Reise an. Und seine Tochter jedoch will das nicht so geschehen lassen, dass er da inkognito auftritt und sorgt dafür gegenüber dem Hoteldirektor, dass er also annonciert ihren Vater. Der wird jedoch als solcher nicht erkannt, sondern der Preisträger Nummer 1 wird identifiziert als Millionär. Und schon kann man sich's vorstellen, das Verwirrspiel und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Und am Ende wird natürlich alles gut und die Menschen, jedenfalls die Guten, sind glücklich. Man kann sagen, dass dieser Stoff von Kästner, der ja als Prosa 1934 erschienen ist, hier, finde ich, sehr pointiert zu einem kleinen Theaterabend rund präsentiert wird. Und es wird eben auch deutlich, sozusagen der kritische Blick auf das vermeintlich oben und unten, das Reich und Arm. Und es wird als solches hinterfragt, dass eben Kleider machen Leute, ganz im kästnerschen Sinne, hier agiert wird. Und ich fand den ganzen Abend sehr eigentlich verdichtet und
Ich bin ein Fan von Matthias Freihoff, muss ich sagen. Ein toller Schauspieler, der einfach diesen Tobler wunderbar differenziert spielt und wirklich auch also diesen Wechsel des autoritären Firmenchefs hin zu diesem dann auch betroffenen Schulze, der eben von denjenigen, die das Hotel leiten, eben einfach nur schlecht behandelt wird, sehr wunderbar und differenziert zeigt. Und ich denke, die Geschichte zeigt nur, wer wirklich hinter die Fassade schaut, kann eben auf den wahren Charakter des Menschen stoßen. Und das ist natürlich die Geschichte, auf die es hier ankommt. Und natürlich spielt am Ende noch die Millionärstochter selbst eine Rolle, weil sie taucht dann auf, um ihren Vater aus dem Dilemma zu retten und trifft nun auf diesen armen Schlucker, der ein Intellektueller ist und die den ersten Preis gewonnen hat und gar nicht weiß, wie ihm geschieht in diesem Ranghotel. Und man lernt sich kennen und am Ende ist das Märchen perfekt und die Millionärstochter findet ihren Liebsten. Ja, also 7 Schauspieler, ich sagte schon, ein recht leichter Abend, der aber durchaus nicht oberflächlich ist. Und ich finde immer wieder, was das kleine Theater mit seinen sehr, sehr, sehr bescheidenen Möglichkeiten macht und was es eben mit seinem 99 Plätzen Haus macht, ist einfach wunderbar und bedient eine Klientel, die vielleicht sonst gar nicht einen Ort findet in der Stadt und als Publikum. Und ich kann nur sagen, wunderbar, gehen Sie rein. Allerdings, ich habe gesehen, die nächsten Vorstellungen schon ausverkauft, aber Ende des Monats und dann eben wieder im November kann man es anschauen. Ja, so mein Eindruck von diesem Abend. Was sagen Sie? Naja, also das ist... Ich dachte, ich fange vielleicht mal an. Sie haben gerade... wunderbar, sonst bin ich enttäuscht. Ich kann das nur unterstreichen, sogar noch mehr herausheben. Es war ein absolutes Highlight diesen Monats. Ein völlig traditionelles Bühnenbild, das aber benutzt wird, das bespielt wird. Es gibt so eine Hotelrezeption mit 3 verschiedenen Postkarten an sich in dieses Hotels. Allein das mochte ich so, dass es dann auch, also es wird auf mögliche Postkarten hingewiesen, dann dreht man sich um, da ist tatsächlich so ein Postkartenboard. Und das Schlüsselboard ist gleichzeitig auch eine Tür, weil man natürlich auch das Hotel ja irgendwie begehen muss. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler, die spielen alle so, so voller Lust und so süß, ich hätte die alle umarmen können. Das war wirklich so schön und natürlich ein traditionelles Bühnenbild und auch überhaupt nicht modernisiert. Also jetzt kommt nicht in so eine Kästner-Geschichte Smartphones rein, das braucht es gar nicht. Da wird so ein altes Telefon von der Wand oder von der Rezeption abgenommen und es gibt diesen Fake-Anruf, beziehungsweise diesen Anruf, der diese Verwechslung in Gang bringt. Und es ist halt überhaupt nicht voller Moral, sondern die Moral, die transportiert sich einfach durch die schöne Adoption von der Frau Baris, von diesem Kästner-Stoff. Und man merkt einfach, egal was Erich Kästner geschrieben hat, das hat immer Hand und Fuß, auch wenn die Botschaft relativ einfach ist. Aber so einfach ist die Botschaft ja gar nicht. Die Botschaft lautet zwar irgendwie, arm und reich ist egal, alle sind gute Menschen, aber hier wird halt ausgehandelt, wie Menschen, die sich von vermeintlichem Reichtum, also finanziell beeindrucken lassen, dann halt Menschen völlig unterschiedlich behandeln. Und solche Menschen gibt es ja heute noch, wenn wir uns die ganzen Influencer auf Instagram angucken, wo es einfach nur darum geht, wie teuer ist dein Auto und wie viele Sterne hat dein Hotel. Es ist furchtbar oberflächlich und nichts sagen. Es sind häufig auch ganz leere Menschen, die sonst überhaupt nichts zu erzählen haben. Und an diesem Abend, das ist ein Abend voller Menschlichkeit, in den ich sofort nochmal gehen würde. Auch wirklich nur 1,5 oder 1,75 Stunden lang, hat eine super Länge. Genau an der richtig dramaturgisch richtigen Stelle kommt die Pause. Man kann einen Wein trinken, kann sich dann wieder mit dem Wein hinsetzen. Auch in einer ganz wenigen Theater, wo man das darf und kann und soll und macht. Also ich hatte einen wirklich sehr, sehr schönen Abend, nicht nur dank meiner wunderbaren Begleitung. Wahrscheinlich auch deswegen. Man sollte das mit dem Wein vielleicht doch sein lassen. Dann poltern nämlich die Flaschen dann immer zwischen den... Nein, das ist an dem Abend nicht passiert. Das ist kein Kabarett, tralala. Also, aber in Gottes Namen sollen sie das machen. Sie haben völlig recht, es ist ein charmanter, ein zauberhafter Abend. Und es ist eine Übereinkunft von Publikum und Bühne und Schauspiel. Und da entsteht so eine Atmosphäre der Sympathie und des Humanen. Menschlichkeit. Das ist ganz rührend. Das hat rührende Aspekte. Nun muss man noch eins, könnte man dazu, die Baris, also die Chefin von der ganzen Sache, das Bühnenbild ist übrigens super gemacht. Einfach, aber trotzdem anschaulich, also nichts Abstraktes und es funktioniert toll. Es ist nicht genannt, der Bühnenbildner, dummerweise, im Zettel.
die ganze Sache von dem Kästner ist ja nichts Neues. Kleider machen Leute, sie sagt, das ist das Thema. Das ist die Moral von der Geschichte, das ist ein Märchen, das ist ganz einfach und schlicht. Und die Bares hat zwei Drittel gekürzt. Sie musste sehr, sehr kürzen. Das hat sie sehr geschickt gemacht. Aber das kleine Wermutströpfchen ist eben wunderbare, schöne, viele Sätze von dem Autor, von dem Kästner, der ja ein brillanter Schreiber ist, die mussten nun leider zum Opfer, sonst hätten wir ja einen 4-Stunden-Abend gehabt. Und das ist ein bisschen schade. Es geht also alles relativ schnell dem Ziel zu, was wir alle schon vorher wissen, natürlich. Und das ist ein bisschen schade, dass da manche schöne, auch, sind auch in diesem gekürzten Ding noch wunderbare Sotissen, die man sich also als goldene Sätze herausschreibt. Sehr witzschöne Pointen sind da drin, aber es ist eben alles dadurch wirkt, sagen wir mal, die Schauspieler machen das so gut es geht wett oder so ein bisschen platt dann schlicht. Das ist im Original ist das durch das, wenn man den ganzen Roman hat, der ja auch verfilmt worden ist und so, daneben kann das Theater stehen. Also das ist klar, da wirkt es satter, also fetter. Das macht das kleine Theater natürlich häufig, dass Literatur zum Anlass nehmen, aber wenn Sie zum Beispiel an das Bildnis des Dorian Gray vor 2-3 Jahren denken, das haben wir auch gelobt. Und was hätte man da, was sagt dieser Henry, der bringt ja sozusagen, jeder Satz ist ja sozusagen druckreif. Ja, natürlich stimmt. Muss man da ganz viel streichen, aber ich fand's nicht oberflächlich. Nein, also das hat für jetzt mich genau die richtige Mitte von Bühne und okay. Buch. Und aber mich hat es manchmal ein bisschen gejuckt, dachte ich mir, ach na ja, bei manches ist ein bisschen schade, aber jetzt nicht gemeckert. Und vor allen Dingen, ich fand auch nicht nur den Freihof, der an großen Häusern spielen sollte, könnte, ist mir ein Rätsel, warum es nicht tut. Und da gibt es aber noch die zweite Person, das ist sozusagen sein Mitspieler, der heißt Florian Sumarauer. Ja. Noch nie gehört, dummerweise peinlich und so vielleicht, also ein wunderbares Talent. Mit diesen jungen Typen, ne? Ja, der Werbefachmann. Ja, der hat auch jung, ganz wenig Theater bisher gespielt, sondern großartig, der Junge. Der wieder da so reinkommt in seiner Naivität eine Entdeckung, eine Offenheit. Der Intendanten geht hin, guckt euch den Burschen an und holt ihn. Voll gecastet. Ja. Also, vor allem auch im richtigen Alter, alle im richtigen Alter im Spiel. Bezahlt die das überhaupt? Die hat doch kaum Ressourcen. Fragen wir uns also, auch, ja, wenig öffentliche Förderung. Aber jetzt haben wir ja dazu aufgerufen, dass da möglichst alle reingehen, dann ist es immer ausverkauft und dann ganz gute Auslastung, die müssen sich nicht sorgen, Gott sei Dank. Ja, manchmal schon, aber hier kann ich nur sagen, läuft es schon. Läuft super. Schon, Kästner ist schon das große Ding, da gehen die Leute. So, wunderbar, sind wir uns ja einig. Sind uns mal einig. Das weiß ich jetzt nicht, ob das für unseren dritten Premierenabend aus dem November auch gilt. Und zwar der große Abend in der Staatsoper unter den Linden, Samson und Dalila, Musik von Camille Saint-Saëns und das Libretto von Ferdinand Lemaire und die Inszenierung von Damien Siphon. Musikalische Leitung hat in dieser Staffel Daniel Barenboim und die Premiere war am 24. November. Leider hat uns die Staatsoper auch keinen Film zur Verfügung gestellt, aber bevor Herr Lücker anfängt zu reden, können wir vielleicht das erste Foto uns schon anschauen und dann im Hintergrund die anderen Bilder, die es dazu gibt und die jetzt die Staatsoper zur Verfügung gestellt hat, durchlaufen lassen und Sie beginnen bereits mit Ihrer Kritik. Selbstverständlich gerne. Mal sehen, was wir da denn genau sehen. Genau, das ist gleich vom Anfang des Akts. Da sehen wir aufgespießte Hebräerköpfe der Philister. Wunderbar, auch was für die Kleinsten unter uns. Jetzt zur Weihnachtszeit abgeschlagene Köpfe. Wir sehen hier schon das wunderbare Bühnenbild, das zwar wunderbar ist, aber wie aus den 50er Jahren aussieht. Das Bühnenbild sieht tatsächlich aus, könnte aus einer Inszenierung der 50er Jahre sein, was nicht schlecht ist. Wir alle erinnern uns sehr gerne an die 50er Jahre, vor allem ich. Das Stück ist ja die große französische Oper, eigentlich die am häufigsten gespielte Oper von einem Franzosen nach Bizets Carmen natürlich. 1877 übrigens in Weimar uraufgeführt unter Leitung von Franz Liszt. Also schon damals alles sehr prominent. Das Stück wird bis heute häufig gerne und manchmal sogar gut gespielt. Wir haben vor 3-4 Jahren zuletzt, wahrscheinlich ist es 5 Jahre her, ich verschätze mich da, eine Inszenierung besprochen an der Deutschen Oper. Also so lange ist es noch nicht her. Die Inszenierung fanden wir, musikalisch gut, aber als dann am Ende die
Deportationszüge da noch ins Bild fuhren, da waren wir uns dann alle einig, das war nichts. Also kann man es mal wieder machen oder halt auch nicht. Kurz der Inhalt, Samson kämpft auf der Seite der Hebräer gegen die Philister und durch einen Komplott wird ihm die wunderschöne Dalila zugeschachert oder zugeschickt, zugeschachert, um auf die Spur des Geheimnisses von ja, Samsons Macht zu kommen. Und das sind eben seine langen Haare, das kennen wir alles aus der Bibel, sofern wir nicht im Osten aufgewachsen sind, Herr Mirek. Und nur bei der Jugendweihe war ein kleiner Scherz. Und Dalila verführt ihn, also Samson entbrennt in Liebe, bei ihr ist es alles nur Fake, und entmannt ihn, also indem sie ihm im Liebesspiel die Haare abschneidet. Dem Sieg nun seiner Macht. Und dann bricht natürlich das ganze System zusammen. Das Ganze wird jetzt an der Staatsoper von dem argentinischen Regisseur, deshalb spricht man ihn Damian Chiffron aus, inszeniert. Stille im Wald. Das ist seine erste Opernarbeit. Der Mann ist ansonsten Filmregisseur und Daniel Barenboim hat ihn eingeladen, weil er irgendeine Arbeit von dem ganz toll fand. So heißt es jedenfalls. Wie macht er das? Es sieht ein bisschen aus wie in den 50er Jahren, wie so eine Inszenierung, wo sich Opernhäuser dann rühmen, irgendwie die 600. Vorstellung seit 1900, Schlag mich tot irgendwie. Sowas gibt es in München, gab es glaube ich mal einen ganz alten Lohengrin oder Hänsel und Gretel. Kann man ja machen, da dürfen dann die Touristen zur Weihnachtszeit reingehen. Und jetzt denkt man auch nur, ah cool, Filmregisseur macht eine Filmkulisse, baut also eine Pappmaché-Berglandschaft, hinten brennt so ein, beziehungsweise gibt es so einen Schornstein aus einem Tempel, ein bisschen Rauch, dann wird das Ganze hochgefahren im zweiten Akt und daraus wird dann eine Höhle und mit Hintergrund und da blitzt es und blinkt es, wie im Planetarium, halt nur nicht so schön. Ja, leider ist... passiert das, was häufig bei fachfremden RegisseurInnen passiert. Die können dann doch letztendlich mit Oper nichts anfangen, weil sie merken, boah, der erste Akt ist aber ganz schön steif, schon per se. Da singt der Chor halt eigentlich nur, also der Chor der Hebräer singt, oh, unsere Lage ist aber gerade nicht so schön. Das singen die halt 20 Minuten und stehen dabei rum und machen vielleicht mal so, ne, was Chöre, Opernchöre halt so machen. Und da bin ich schon ein bisschen weggenickt. Da war ich auch alleine da. Das war vielleicht das Problem. Also psychologisierend oder deutend, dass so geht der Regisseur nicht an diese Sache heran. Die Leute stehen vor der Bühne. Da wird sich durchaus mal so ein bisschen an den Haaren gezerrt. Aber das ist von einer Bleiernheit, die ja, mich sehr, sehr schläfrig gemacht hat. Sehr nachdenklich. Also es sind aber zwei große Sängerstars dabei. Elina Garanja als Dalila und der Oberpriester von meinem geliebten Michael Volle. Und beide singen natürlich sehr beeindruckend und präsent. Die schauspielerischen Leistungen von Garanja, naja. Aber wenn Michael Volle auftritt, dann weiß man so der Mann will wenigstens was. Auch wenn er ein Kostüm von 1931 anhat, das ganz schön staubt. Aber es ist ein neu gemachtes Kostüm natürlich. Sehr souverän, weil häufig gemacht, fand ich Daniel Barenboim, aber auch da, das hat er so eine Bleiernheit, dann spätestens bei dieser berühmten Arie der Garanja, also als Dalila Mon Coeur s'ouvre à ta voix, das gibt es 100 Millionen Einspielungen allein auf YouTube, das kennt man dann ja und dann denkt man so, aha, deswegen ist mir die ganze Zeit so fad und so grau, weil da beweist sich dann, dass das Tempo, also das Barenboim das im halben Tempo dirigiert und dann klingt es halt also nach so einer Mischung von, ja, nach so einem französischen Tristan. Also irgendwie Tannhäuser spielt mit. Also es ist wattig und Barenboim gibt die richtigen Zeichen. Es ist manchmal im Orchester ein bisschen verwaschen. Also ein Abend, der mich so ein bisschen ratlos gemacht hat, dann doch lieber eine alte Inszenierung rauskramen oder es konzertant machen. Denn eigentlich war es eine konzertante Aufführung vor Pappmaché-Kulisse. Ja, mein Lieber, also wir hören ja viel, fertig. Ihre Ohren sind ja spitz, aber dass Sie so oft einschlafen im Theater und bleiern werden, auch im Schauspiel, das ist ja doch ein bisschen übertrieben, so schlimm war es. Ja, dann mal Ihre, wie fanden Sie es denn? Ich fand das, also musikalisch hat mich das erstmal super bei der Stange gehalten. Ich fand das ganz aufregend. Und ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich möchte das Stück eigentlich nicht zeitgenössisch unbedingt gedeutet sehen. Ich kann mir, das geht also um die Israeliten, also die Juden gegen ihre Feinde. Das sind diesmal nicht die Palästinenser, sondern es ist im alttestamentarischen Zeitraum die sogenannten Philister. Die sind die Kritiker der Juden und die sind in Feindschaft verbunden und blutigst massakrieren sich gegenseitig schon damals.
Und wenn ich dieses Thema jetzt an Regie von heute würde, dann womöglich Palästina und Juden diesen Konflikt bringen. Ja, da würden also Panzer auffahren, da wären wir dann Ghettos, Stacheldraht und Blauhelme. Aber rumstehen vor der Kulisse, ist das die Alternative? Naja, sie stehen ja eigentlich sehr geschickt. Ach, es ist ja ein Oratorium ursprünglich. Sie stehen sehr, aber es gibt ja viel zu gucken. Die sind ja, also ein Kostümaufwand, endlich mal, es gibt unheimlich viel zu gucken. Tolle Klamotten haben die an, historisierend alles, Etepetete aus dem Geschichtsbuch oder Kostüm, von das wie man vielleicht damals rumlief, ne, denkt, wie man sich das so denkt. Das ist also ganz naturalistische, statische Inszenierung. Im zweiten Akt geht es dann im Konflikt, im Liebes- und Mord- und Totschlagkonflikt zwischen den Protagonisten Dalila und Samson. Und da kommt immerhin Frau Garantscha, der immer vorgeworfen wird, sie stünde nur statisch rum. Es kommt es einfach veritablen. Die legt sich auch durchaus mal hin. Die legt den Rücken, singt toll dabei noch. Auf der Decke, breitet zum auf. Sehr gewagt, die Beine, auch das noch. Also ich denke, oh Gott, was ist denn jetzt los? Trauen die, trauen sich aber was. Und Mir wird jetzt noch schläfrig, wenn ich dran denke. Nein, das hat der Regisseur delikat, der kann seine Hand, das hat er delikat gespannt, diese Zweierbeziehung und so. Der kann schon Figuren führen. Das macht er schon, das Handwerk kann der Bursche. Das ist der Vorwurf. Hierzulande ist allgemein, es ist zu wenig zeitgenössische Deutung. Ja, der rückt das alles wie so ein... Zu wenig gute Zeitgenössische. Der entrückt das, entfernt wie ein bebilderndes vorbiblisches oder alttestamentarisches Bilderbuch. Sandalenfilm. Man braucht es ja eigentlich nur zu deuten. Man kann sich ja selber sein Vers drauf machen. Also ich fand das... Die Deutung hat das nicht gestört. Man hätte das schon in der Kulisse machen können, vielleicht ein bisschen ironisch gebrochen, wobei ich brauche gar keine Ironie, aber ich frage mich dann halt doch so, wenn sich die Figuren halt so kaum angucken und dann, jetzt komm her, Dalila, du bist so wunderschön. Ach, ich weiß nicht. So eine angedeutete Vergewaltigung. So statisch ist es ja. Andererseits haben die Chöre zu machen und da können die nicht noch auf dem Kopf stehen und Ballett machen. Abgesehen, das ist auch ein großes Schaustück. Es gibt ja Tänze, es gibt Ballett. Oh, der Tempeleinsturz zum Schluss, den hätte ich mir noch dramatischer vorgestellt. Mal ruhig mal alles zusammen. Ja, da kommt so ein dünner Styropor, purzelt da im Hintergrund runter. Dachte ich, na also Kinder, da hättest du ja mehr machen können. Wenn sonst schon ein Riesenbohai um dieses Bühnenbild gemacht wird. Die riesige Pappkulissenlandschaft. Ja. Also das muss man schon sagen. Schön ausgeleuchtet. Okay, also Herr Wengirek hat es gefallen, Herr Lücker hat es eher nicht gefallen. Genau, und hören Sie am besten auf mich, dann machen Sie alles richtig. Okay, wenn dann aber ganz schnell... Weil, und jetzt komme ich als Besucherorganisationsvertreterin, das ist einfach wieder, finde ich, eine Zumutung. Es gibt genau noch drei Vorstellungen, nämlich am 7., am 11. und am 14. Dezember. Es gibt auch noch ein paar Karten, aber es gibt die ganze Saison keine Wiederaufnahme. Also bestenfalls kann man hoffen, dass man das im nächsten Jahr dann wieder sieht. Und es ist eben also eine klassische Blockbespielung und es gibt eben kein Repertoire, in das das aufgenommen wird in dieser Saison. Und das finde ich eigentlich, das kritisiere ich ja immer bei der Staatsoper, aber es wird nicht gehört. Aber ich denke, wäre gut, wenn man sich dem Repertoire-Gedanken doch wieder hingibt und nicht sagt, die Stars sind eben nur die eine Woche da und dann machen wir es und dann machen wir es nicht mehr. Bei dieser Gelegenheit, wie sagen Sie, gibt es denn überhaupt, oder Sie kennen sich alle aus, gibt es überhaupt ein großes Opernhaus mit erstklassischen Solisten und so, die sich die hat auch ihre Blöcke, die hat auch ihre 5-6 Vorstellungen, dann ist das liegt aber mehrmals das ein halbes in der Spielzeit. Während das Spiel, kann man das gar nicht anders machen? Muss man das so machen? Wo kriegt man denn die Garantie? Kannst du doch nicht ein ganzes Jahr über mal so schnell mal herholen? Nein, natürlich nicht. Dann ist eben die Besetzung aus dem Ensemble. Na ja, gut. Okay. Also ich finde das jetzt nicht ganz so. Für euch ist es schon, aber andererseits, wie sollen die das anders machen? Es ist immerhin musikalisch erstklassig, muss ich sagen, was die da leisten. Das, glaube ich, kann man sagen, auch, weil solche Sänger kriegt man ja etwas statisch in Berlin auch nicht so oft zu sehen, zu hören. Schön, wenn Sie gleichzeitig reden, soll ich auch noch? Nein, alles gut. Wir machen jetzt einen KZ. Punkt. Wäre doch schön. Und sprechen mit Frau Völker. Und bei Ihnen hat es wahrscheinlich auch im Ohr geklingelt und viele Assoziationen sind ja folgendes.
gekommen. Also ich habe es schon gesagt, Sie sind die neue Intendantin der Berlin Symphoniker und Sie selber kommen aber auch natürlich nicht aus dem Managementfach, sondern sind selbst studierte Musikerin. Ihr Instrument ist die Bratsche und Sie haben aber schon eine gehörige Management- und oder wie sagt man, Kulturorganisationserfahrung bei verschiedenen Klangkörperprojekten in Brandenburg, zum Beispiel als stellvertretende Intendantin beim Brandenburgischen Staatsorchester in Frankfurt-Oder und so weiter. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, zu sagen, jetzt übernehme ich die Berliner Symphoniker? Ja, das ist nicht ganz so einfach zu erklären. Ich habe mich in Frankfurt-Oder sehr wohl gefühlt. Das ist auch ein ganz tolles Orchester. Aber manchmal ist es so, dann gibt es einen Wechsel in der Führung und dann merkt man, ach, es passt jetzt doch nicht mehr ganz so. Und vielleicht sollte ich mich doch nochmal umschauen und einfach auch nochmal schauen, dass ich selber kreativ werden kann. Und dann bot sich die Gelegenheit und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe das Risiko ein. Es ist ein Risiko, es zu tun. Aber ich bin guten Mutes, dass ich das schaffe. Und da habe ich dann einfach diesen Schritt gewagt und habe es getan. Vielleicht muss man zu dem Risiko kulturpolitisch mal Stellung nehmen, um einfach das Ganze ein bisschen einzubetten. Wir haben natürlich in Berlin die großen symphonischen Orchester, das ist klar, und die Opernorchester dazu, die auch in der Symphonik noch unterwegs sind. Und wir haben die Berliner Symphoniker. Diese Berliner Symphoniker sind ja ein politisches Konstrukt, entstanden in der zweigeteilten Berliner Stadt, nämlich mit den Musikern in den 60er Jahren, die eben nicht mehr in den Osten konnten, um dort aufzutreten. Und es ist eigentlich ein Orchester über all die Jahre gewesen, das ein bisschen ein Schattendasein gespielt hat. Und bei erster Gelegenheit, als in den 90er Jahren es hieß, wir müssen sparen, 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 da hieß es eben, die Berliner Symphoniker sind überflüssig. Und ich muss erst mal sagen, großes, großes Lob, dass es sie heute noch gibt. Weil man kann sagen, quasi als ein Arbeitslosenorchester, dann wieder ein gefördertes Orchester, dann wieder Projektförderung oder Lottoförderung. Also wo gibt es noch einen Klangkörper, der eben doch in der Substanz viele Musiker vereint, die eben schon lange zusammenspielen und eben hier in dieser Stadt überleben, auch angesichts der besonderen großen Konkurrenz. Leon Schambadal war ja viele Jahre der Chefdirigent, wenn man so will. Nun hat er sich zurückgezogen und wir müssen einfach nochmal sagen, wir stehen wirklich an gewisser Weise an einem Neuanfang, der leider überhaupt nicht kulturpolitisch gewürdigt ist, weil es wirklich, also das darf man ja kaum sagen, für ein Orchester 200.000 Euro Gesamtförderung durch das Land Berlin gibt. Das ist natürlich also eigentlich nichts für ein Orchester mit wie viel Stellen? Ja, Stellen kann man jetzt gar nicht sagen. Nicht sagen, aber mit unseren Musikern. Ja, also wir arbeiten mit circa mit 300 Musikern zusammen und sind für die natürlich auch teilweise die Grundlage, eine Teilgrundlage ihres Lebens. Genau. Also und trotzdem schafft man es wirklich, das Ganze zu stabilisieren, zu einem echten Klangkörper. Und jetzt ist natürlich die Frage, weil das würde ich wahrscheinlich, wenn ich noch in der Politik wäre, gefragt werden, wozu braucht man die? Wenn Sie diese Frage hören, was würden Sie da antworten? Diese Frage wird mir tatsächlich sehr oft gestellt. Mhm. Wir haben 7 große Orchester in der Stadt. Wozu braucht man noch ein 8? Dann ist meine Antwort immer, wir haben 7 große Orchester im Stadtzentrum und wir haben kein Orchester, was im Randbezirken spielt. Und in den Köpfen ist es von Spandau oder von Marzahn in die Philharmonie genauso weit wie in Brandenburg von Wittenberge nach Berlin. Auch dort in den Randbezirken werden wir gebraucht. Leute, die nicht das Geld haben, zu uns zu kommen oder auch wo der Weg zu weit ist. Und das ist unsere Aufgabe, die wir uns stellen und sagen, wir kommen zu euch, wir kommen in die Schulen, wir setzen wieder da an, wo das Orchester groß geworden ist, wir arbeiten mit Senioren, wir arbeiten mit Leuten, die irgendeine Barriere haben, geistig, körperlich. Da möchte ich nicht nur Behinderte sagen, sondern auch ältere Menschen. Und wir suchen jetzt tatsächlich auch eine Finanzierung für diese Stadtteilkonzerte und wollen dann richtig vor Ort in diese tollen Säle, die es dort gibt, aber auch in die Aulen und auf die Straße gehen und mit den
dort für die Leute spielen. Nun stehen die Berliner Symphoniker ja schon lange dafür, dass sie auch die Vermittlungsarbeit machen, sehr viel musikalische Bildung in Schulen und so weiter. Und das wollen sie aber jetzt quasi zum Markenzeichen nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern eigentlich für die Bevölkerung, die vielleicht nicht diesen niedrigschwelligen Zugang zur Musik hat. Kann ich das so richtig verstehen? Ja, so können Sie das sehen. Und deshalb auch dieses Konzept Musik ohne Grenze. Okay. Was ist aber jetzt das, was Sie zur Aufführung bringen? Und wie ist es mit den Dirigenten, also und Dirigentinnen? Vielleicht schafften Sie es ja auch mal, ein paar Frauen ans Dirigierpult zu bringen. Was sind jetzt Ihre Konzepte, um tatsächlich ein Publikum zu bekommen? Wie gesagt, wir sind erstmal wieder ein bisschen zurückgegangen von der Zeit, die in den letzten Jahren eine Rolle spielte, um 1920 rum, haben wir jetzt gesagt, wir gehen wieder auf die Klassik und frühe Romantik. Das ist das Programm, was das Orchester auch wirklich richtig gut kann. Und die Qualität ist auch sehr gut bei den ersten Konzerten. Wir merken auch, dass unser Publikum es liebt. Allerdings machen wir keine trivialen Programme, sondern setzen auch mal ein Goretzky dazu oder ein Arbopert. Also wollen auch mal Dinge tun, die auch mit dazugehören, aber schon auch das Bekannte, damit das Publikum natürlich erstmal wieder zu uns kommt, denn ohne das Publikum können wir es auch nicht finanzieren. Jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende, da sind wir ganz klassisch weihnachtlich mit Nussknacker-Suite und Winterträume von Tschaikowski und das Publikum liebt es. Mhm. Aber wie stellen Sie jetzt die Programme zusammen? Welche Musiker machen mit und woher bekommen Sie die Dirigenten? Die Dirigenten suche zum großen Teil ich aus. Mhm. Aber manchmal gibt es auch Verpflichtungen, dass man sagt, man macht eine Tournee zum Beispiel nach Amsterdam und dafür kommt der Dirigent zu uns. Oder auch mit den Solisten, das ist manchmal ähnlich, dass es da Verpflichtungen gibt. Die Programme mache ich teilweise auch mit den Musikern, die mir dann Ideen liefern und sagen, das würden wir gerne mal spielen. Und dann berücksichtige ich das und baue das auch dann zusammen. Aber nun, also habe ich das immer so wahrgenommen in den Jahrzehnten fast schon, die ich das Orchester so begleitet habe, dass es doch recht wichtig war, dass man wenn schon die Heterogenität, Sie haben gesagt, Sie schöpfen Ihre Musiker, die jeweils mitspielen, aus einem Fundus von ungefähr 300 Personen, dass es dann doch im Umkehrschluss wichtig ist, dass man eine Dirigierhandschrift hat. Suchen Sie eigentlich einen Chefdirigenten wieder oder wie ist eigentlich die Idee für Sie jetzt? Wir suchen wieder einen Chefdirigenten, haben aber gesagt, dass wir erst einmal die Richtung klären müssen, um dann zu gucken, welcher Chefdirigent passt zu uns. Nicht, dass wir sagen, wir suchen uns jetzt einen Chefdirigenten und dann passt es nicht zu der Richtung, die wir uns vorstellen oder die ich mir vorstelle und die ich auch gemeinsam mit den Musikern entwickle. Mhm. Und glauben Sie, dass es jemanden gibt, der einfach der auch das als Projekt mit aufbaut? Weil ich höre das raus, dass Sie sagen, wir wollen eigentlich ein komplett neues Projekt starten, ja? Ja, da gibt es einige, die mir sofort einfallen würden, aber das würde ich nie als alleine entscheiden, sondern immer gemeinsam mit den Musikern. Nun ist das Ganze ja undenkbar ohne diesen Trägerverein. Also das ist ja, das Konstrukt ist ja ein anderes als eigentlich bei allen anderen Orchestern, die eben auch dann entweder getragen sind von Rundfunkanstalten oder eben dem Land Berlin in der Trägerschaft. Hier ist es ein privater Verein. Welche Bedeutung spielt eigentlich dieser private Verein für Sie? Ja, letzten Endes hat der Verein die komplette Verantwortung, auch wenn ich die geschäftsführende Intendantin bin. Mhm. Das heißt für mich, dass ich auch jeden Monat eine Vorstandssitzung habe, wo wir dann über die Ziele sprechen, über auch wie der finanzielle Stand jetzt ist, über die Probleme und das dann auch gemeinsam entwickeln. Also der Verein ist für mich die Grundlage. Mhm. Und aber finanzielle Förderung erfahren Sie jetzt aus dem Verein nicht? Außer den Mitgliedsbeiträgen nicht, nein. Okay. Wenn ich noch mal, dass ich das richtig verstehe, der Chefdirigent, der müsste also bereit sein, sozusagen auch an die Ränder der Stadt oder in kleinere Umfeldstädte zu gehen. Also nicht in den großen Festsälen, sondern in den kleineren Festsälen. Es gibt auch Ernst-Reuter-Saal beispielsweise. Das ist ein toller, alles andere als ein kleiner Saal im Rheinischen. Ja, aber ich meine so jetzt,
jetzt mal so von der Bedeutungsskala her, also nicht, so, wir wissen, was wir meinen. Und die zweite Sache ist, es gibt ein konservatives Programm. Ne? Das ist nicht mehr böse gemeint. Also ich finde das okay. Man kann den vielleicht mit Schönberg nicht so doll kommen, den Leuten, sondern da müsste man schon wie das romantische Repertoire im Mittelpunkt stellen. Und da müsste das beides tragen. Ne? Da müsste für so ein Repertoire stehen, so, für so ein Kernrepertoire, ne? Und dann noch für die Wanderfähigkeit. Man muss ja dann immer sein mit dem Gepäck woanders hinziehen. Ne? So. Es ist nicht so, dass er jetzt alle Konzerte machen oder müsste. So, ja. Ne? Also man könnte das natürlich schon auch splitten und sagen, für den brauche ich diesen Dirigenten oder für den ist diese Dirigentin einfach gut geeignet, weil sie auch gut moderieren kann, weil sie es gut rüberbringen kann. Aber ein Gesicht zu haben, ist für ein Orchester schon eine wichtige Sache. Ja, dann wünschen wir Ihnen da schon mal ein gutes Händchen, dass Sie jemanden finden, der das auch wirklich für sich als Projekt annimmt und das unter, wenn man so will, prekären finanziellen Verhältnissen und Rahmenbedingungen. Nun ist es ja so, dass hier auch in Berlin der rot-rot-grüne Senat immer sagt, wir wollen die Ränder stärken, kulturell, touristisch und alles. Also konnten Sie da nicht irgendwie ein offenes Ohr finden, um jetzt gerade bei den demnächst ja beschlossenen Haushaltsverhandlungen für die kommenden beiden Jahre, also da irgendwie eine Art von Besserstellung zu erreichen, damit Ihre Arbeit eben dann auch stattfinden kann in den Rändern? Ich habe bei den kulturpolitischen Sprechern sehr offene Ohren gefunden. Die haben gesagt, es passt genau zu eigentlich zu uns, aber sie kommen zu spät, der Haushalt ist zu, wir können nichts mehr ändern. Mhm. Also versuche ich es jetzt, das über Projekte und Projektgelder, private Finanziers, Wirtschaft, Banken, ja, das übliche Programm an Klinken putzen, dann doch hinzubekommen. Mhm. Ja, das wird ja nicht so einfach sein. Ich wollte noch mal auf Ihre Education-Arbeit zu sprechen kommen. Wie sieht das konkret aus? Was kann man sich da vorstellen in Schulen und auch sonst, was Sie jetzt schon machen? Also was wir ganz konservativ machen, was wir immer schon gemacht haben, wir gehen in Vorbereitung für die Konzerte in die Schulen, arbeiten dort mit den Kindern. Dann kommen die Kinder zu uns in die Probe und manchmal kommen sie eben auch dann ins Konzert. Oder wir haben jetzt zum Beispiel zum 30-jährigen Mauerfall ein Projekt gemacht, weil das Orchester ja sehr mit der Mauer verbunden ist, mit dem Mauerbau gegründet, mit dem Mauerfall wieder aufgelöst. Da war ich mit meinem Solisten in den Schulen. Wir haben über seine Stasi-Akte gesprochen. Das war ganz spannend. Wir haben 300 Kinder erreicht und von denen sind dann 60 in unser Konzert gekommen. Das Konzert war so, dass wir das Konzert gespielt haben, was das Orchester vor 30 Jahren gespielt hat. Mhm. Insofern gab es da eine enge Bindung auch an die Schulen. Aber ich habe natürlich auch neue Dinge vor. Ich möchte gerne Digital Concerts machen. Da bin ich mit vielen interessanten Leuten in Kontakt, wo wir sagen, man könnte mal ein Hologramm-Ei in die Mitte machen, das die Stimmungen auch wieder gibt, wo die Kinder mit ihren Apps dann ihren Apps das selber auch beeinflussen können. Oder da gibt es also ganz tolle Ideen, aber die sind noch in der Entwicklung. Nun ist es ja so, dass die Berliner Symphoniker einfach ihre Finanzierung in den früheren Jahren ja auch immer sehr stark über ihr Tournee-Leben gesichert haben, weil sie eben tatsächlich unterwegs waren, viel in Asien. Tut sich das auch schon wieder auf oder wie weit sind Sie da mit den Vorhaben und Planungen? Jetzt fahren wir erstmal über Weihnachten Neujahr nach China und sind im Gespräch auch für nächstes Jahr und im darauffolgenden Jahr eventuell eine Amerika-Tournee. Aber das ist alles nur noch in Gesprächen, noch nichts ist richtig fest. Okay. Na dann wünschen wir Ihnen jedenfalls toi 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 und alles Gute und ja, wir hoffen, dass wir die Berliner Symphoniker noch lange im Berliner Musikleben haben und ich finde gerade dieses niedrigschwellige Angebot absolut wichtig zum Einstieg. Alles andere können ja die anderen machen, das ist ja völlig auch klar. Gut, jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo wir Sie gleich bitten möchten, einen Tipp abzugeben. Was empfehlen Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern? Wo sollen Sie hingehen? Wir haben am 3. Mai, es ist noch ein ganz klein bisschen hin, aber es ist schneller ran, als man denkt, ein Konzert, das nennt sich Sizilianische Träume. Und zwar werden wir Cavalleria Rusticana als konzertante Aufführung bringen und Etta Scollo wird im ersten Teil Sizilianische Lieder von Rosa Bellestrieri singen mit Orchesterbegleitung. Sehr schön. Also 3. Mai schon 3. Mai. Mal vormerken. Vormerken. Ja, für alle.
Ja, und weiter geht's mit unseren Tipps. Herr Vergierek, was haben Sie denn für Tipps? Na, jetzt hatte, noch vor Weihnachten? Ich habe was für kurz entschlossen. Am 5. Dezember, das ist jetzt gleich demnächst, in der Deutschen Oper Tod in Venedig, eine Wiederaufnahme. Das Ding hatte 73 in Salzburg. Uraufführung von Benjamin Britten nach der Thomas-Mann-Novelle. Und ein Jahr später, glaube ich, kam es damals an der Deutschen Oper heraus. Und jetzt ist eine Wiederaufnahme dieser Inszenierung. Und nein, das ist eine neue Inszenierung, die jetzt wieder aufgenommen hat. Die ruhte, glaube ich, ein Jahr lang oder so. Ne? Also das ist Tod in Venedig nach Benjamin Britten am 5.12. eine Vorstellung. Ich war jetzt vorige Woche in einer, das ist eine Serie gewesen von 6 oder 7 Aufführungen und das ist jetzt am 5.12. die letzte. Das ist großartig, das Publikum ist hin und weg, eine tolle Inszenierung, ganz spannend, sehr bewegt, doch, es ist sehr beweglich auf der Bühne und sehr beeindruckend, der Solist Aschenbach, also das ist schon toll. Da könnte ich bei der Stelle noch einmal, ich weiß nicht, Sie sind kein so großer Fan der Inszenierung von Herrn Neuenfels Salome, die jetzt eine Serie von niemand ist der Fan. 8 oder 10 Vorstellungen hatte, aber die Musik ist doch großartig. Natürlich ist Salome doch toll. Das geht doch unter die Haut. Das könnte man am 4., 13. und 15. Dezember könnte man in die Salome. Da gibt es super besetzt. Ja. Und so. Und dann könnte man auch gehen am 6. und am 17. Am 6. Ja, ich hab ja heute viel Zeit. Da kann ich noch 6. und 17. Dezember. Also, Astrüptischen von der wunderbaren Sibylle Berg im Gorki-Theater mit dem Ersan Montag. Sehr eine Groteske auf den Weltuntergang, wenn man so passt, ja, sehr zu Weihnachten. Aber es ist toll gemacht und mit dem Benny Glasens, diesem wunderbaren durchgeknallten Glasens, auch ein Belgier. Belgier. Wieder ein alles Belgier. Belgisch. Alles Belgier, ja. Da geht es ja auch um Kinderfressen. Ja, und so, ja, ja. Genau. Und die Kinder wie vom Friedrichstadtpalast kann man noch bis Ende Januar gehen. Das nur am Rande. Aber toll. Das jetzt die Leute ist toll. Ist lohnt sich. Weiß ich nicht. Also, Schluss. Ich korrigiere mal diesen Kulturtipp. Also am 5.12. gehen Sie natürlich nicht in die Deutsche Oper, meine Damen und Herren, sondern Sie gehen zu mir. Sie kommen zu mir ins Zeiss Großplanetarium, das Europas bestes, schönstes, auch mit den schönsten MitarbeiterInnen bestücktes Planetarium. Da gibt es nämlich um 20 Uhr die Veranstaltung der Weihnachtsstern. Das ist eine fast schon traditionelle Sache, die komischerweise noch nicht ausverkauft ist. Und das ändern Sie bitte, Johnnies. Mein Kollege Dr. Jürgen Rino, astronomisch geschult, zeigt die genaue Sternkonstellation zu Christi Geburt. Da ging nämlich tatsächlich sehr Erstaunliches am Himmelszelt ab, weswegen diese verrückten heiligen 3, manche sagen auch, es waren 4 Könige, diesem Sternbild nachwanderten. Das ist tatsächlich wissenschaftlich begründbar. Und wir zeigen das auch mit Bibelausschnitten. Und deshalb dazwischen der Schweif, mit dem man es immer macht? Nee, es geht tatsächlich gar nicht um, also ein Schweif, das wäre dann eher ein Komet. Es sind tatsächlich 2 Planeten, die in dieser Zeit, also einzigartig in 100.000 Jahren, umeinander getanzt sind und sozusagen eine Verbindungslinie, eine gedachte bildeten. Aber das kann dann Dr. Jürgen Rino erzählen. Dazwischen treten 2 ganz tolle Sänger auf, die ich begleiten darf. Und wir machen jetzt natürlich also absolute Stille Nacht und Odo Fröhliche Verbot. Es gibt weihnachtliche Lieder von Georg Kreisler, auch ein Kriegslied, also ein Kriegsweihnachtslied von Claude Debussy. Also ein etwas alternatives Weihnachtsprogramm, weil von dem Rest werden wir ja genug beschallt in Shopping-Malls und zu Hause und im Radio. Ich habe noch gesagt, dass Sie das am Piano machen, am Flügel. Sie sind der Begleiter. Ja, 2 Sänger, ein Weltflügel, 5.12. 16 Euro oder 12 Euro Eintritt. Kann sich hoffentlich jeder leisten, sonst zahle ich es. Wenn Sie das Planetarium gesehen haben, am Sonntag um 16 Uhr Weihnachtskonzert in der Philharmonie mit Hänsel und Gretel Ouvertüre, Nussknacker-Suite und Winterträume von Tschaikowski. Also volles Programm, Karten gibt es noch. Bei mir gibt es auch noch Karten. Mein Tipp ist, ich gehe ja mehr häufig in die Unterhaltung und auch jetzt wieder, ich habe ein zauberhaftes Programm gesehen, das neue im Wintergarten-Varieté, Zauber, Zauber. Also diesmal nicht die große Show, sondern Zaubern. Natürlich auch mit den Damen, die zerstückelt werden und so weiter. Aber manche wunderbare, faszinierende, kleine, sich fragende, wo man sagt, warum, wieso, weshalb, wie funktioniert das, Zaubertricks. Zauber, Zauber gibt es bis zum 26. Januar 2020 im Wintergarten Varieté. Aber gehen Sie das Silvester wieder ins Tempodrom?
Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das ist aber schon ausverkauft. Ah. Roncalli und das Deutsche Symphonieorchester, was ja ein tolles Projekt ist, was durch Zufall entstanden ist und jetzt schon, ich glaube, 12 Jahre funktioniert. Ich war noch nie da. Können Sie mir Karten besorgen? Silvester nachmittags, Silvester abends und am 1. Januar nachmittags Roncalli und das Deutsche Symphonieorchester. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr und zwar am 6. Januar. Und für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei unserem Gast Sabine Völker, wünsche ihr wirklich von Herzen alles Gute mit den Berliner Symphonikern und natürlich auch alle guten Wünsche für unsere beiden Kritiker. Und wir sehen uns am 6. Januar in alter Frische hoffentlich wieder. Kommen Sie gut ins neue Jahr und gehen Sie noch fleißig in die Theater und Konzerthäuser. Frohe Weihnachten für und, alle. Ja, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal, 6. Januar, 20.15 Uhr. Bis dann. Ja, schon plaudern, glaube ich. Ja. Das sieht das lokal aus, ja.